Hier die typische Kesi-Größenverteilung. Sie sehen eine Differenzierung in Zelldebris, tote Zellen, vitale Zellen und Zellaggregate. Hier eine typische Originalmessung. Zur Messung werden die Zellen durch eine Messpore gesaugt, an die eine elektrische Spannung angelegt wird. Beim Durchtritt der Zellen durch die Pore entsteht ein elektrisches Signal. Die Anzahl der elektrischen Signale gibt die Zellzahl. Sie sehen hier den Durchtritt der Zellen durch die Zellpore. Durch die Verdrängung des Elektrolyts entsteht ein elektrisches Signal. Die Größe des Signals hängt von der Größe des Zellvolumens ab. Darüber lässt sich das Zellvolumen bestimmen. Hier nochmal ein Beispiel: große Zelle, großes Signal, kleine Zelle, kleines Signal. Darüber entsteht letzten Endes die typische Größenverteilung, wie wir sie schon gesehen haben.